Hallöchen, Popöchen, und willkommen zu einer weiteren Folge The Isle. Ich muss euch leider verkünden, mein Alberto ist letztens gestorben und ich werde jetzt mit Lukas einfach noch ein bisschen Rex zocken. Ja, mal schauen, was passiert. Ich habe mich, glaube ich, irgendwo bis zum Mosen ausgelockt und schauen wir mal. Lukas, wo bist du gerade? Murky. Murky. Echt jetzt? Ja, ich habe das ja überlebt. Ach, no. Gucken wir mal. Athlet. Oh oh. Warte mal. Oh, das ist ein Rex. Der kämpft gegen den. Da ist ein anderer Rexy. Kannst du mich einladen, Lukas? Auf jeden Fall hat er gegen irgendwas gefightet gerade eben und ich weiß nicht, ob er jetzt freundlich ist oder nicht. Verdammte Axt, warum hab ich mich auch auf den Berg ausgelockt? Hilfe, wo bin ich? Nirgendwo. Ja, ich bin irgendwo in dieser komischen Klippe, wo Mr. Mose ist. Ja. Ah, na toll, der Rex, der antwortet nicht. Gefällt mir nicht, die... Der war auf jeden Fall mit einem Subrex unterwegs. Was geht? Moin. Hab den Subrex gefunden. Moin, Alter, du bist so weit von mir weg, ne? Ist halt die Frage, wo der andere Rex drin ist. Der ist ihm weggerannt. Scheiße. Dass der mir jetzt schön in den Arsch rennt und, mich wegraided. Lauf ich überhaupt lang? Warte mal, da geht's hoch. Ja, ich bin Mr. Most, alles klar. Och nö. Ja, ich bin hier hinten irgendwo am Murky, also ich bin am Arsch der Welt für die ausgesehen. Ja, stimmt. Warte mal. Ich sehe nämlich auch den beknacktesten Weg von ein. Wo laufe ich überhaupt lang? Ich glaube. Oh ja, ich bin falsch gelaufen. Ah, jetzt sehe ich wenigstens ein bisschen was. Ah. Ja, das ist auch das Problem bei mir, Alter. Mehr Wolken am Himmel können sie dieses Spiel auch nicht einbauen. Ich bin gerade vor dem Berg hochgelaufen, ohne zu wissen, dass hier oben der Berg ist. Supi. Geht's da runter? Willst du mal fragen, ob noch andere Rex unterwegs sind? Ich mit in die Gruppe. Hier ist mindestens ein großer Apex neben mir. Ich werde jetzt garantiert kein F-Call schmeißen, dadurch, dass ich irgendwas im Chat schreibe. Es ist hier zum Beispiel gar kein Rex für mich. Bei mir ist gar kein Rex mehr. Der ist weggerannt. Ha! Der Forex Group. Da! Warte mal, Simple, der sagt mir doch was, der Name. Der ist schon in der Gruppe. Ja, dann hat er Pet gehabt. Ja. Simple has accepted your invitation. So, nee, er ist drin, alles klar. Wo sitzt er denn bitte? Ach, ich bin da den Berg hochgewatschelt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was habe ich für einen Skin? Ich habe so einen ganz komischen Skin. Ich habe ja den Galli gehabt. Oh nee. Ja, moin, jetzt ist es nicht einfach von einem Galli zu einem Rex. Ja, ach du Schande. Jetzt hast du einen Galli-Skin auf einem Rex drauf, Alter. Geil. Furchtbar. In den Rex-Groups. Oh wow, jetzt sind sie gerade wieder geliebt. Ist das dein Ernst? Wow. Na, will er nicht. Ja, er will. Hier ist irgendwas anderes angelaufen.
Apex ist mir wirklich eindeutig zu langsam. Ich hoffe, der ist ein bisschen schneller, der Vrima, ne? Das wird... Bei der Vrima genommen. Oh, bitte nicht. Guter. Meine Fresse. Wenn der genauso okay, langsam wird in der Vrima. Hier ist ein großer Rex und der ist aktiv. Ich verpiss mich von hier. Tschüss. Denkst du, schaffst du es weg, ohne zu sterben? Die haben mich ja, die wissen ja nicht, dass ich da bin. Meinst du? Naja, ich sag mal so, wenn sie nicht durch den Berg durchgucken können. Magic. Any aus für Rex, Rex Family. Ist eigentlich übrigens Tag oder ist es gerade ein Auswärtstag? Oh, cool. Ich hasse übrigens die Nacht in DL, ne? In Draconia oder Dream Dragons fand ich zum Beispiel echt entspannt. Da siehst du wenigstens sowas. Ja, die halt. Deine Nachtsicht liegt 2 Meter um dich herum. Das ist halt manchmal echt ein Witz. Oh, hier ist was Kleines langgedüppelt. Fußspuren. Ja, oh, und große Fußspuren. Also ist auf jeden Fall hier irgendwas runtergeratscht. Oh oh. Wird das eine schnelle Folge werden? Das war glaube ich der Subtrack mit dem, Rex. Dreierkord mich. Ich habe einen Rex gefunden, der mich Dreierkord. Ja. Das Problem ist, ich weiß nicht, was noch hier ist. Oh, ein Akro. Oh no. Oh no. Na, das wird jetzt echt scheiße. Ja, von dem Rex kannst du ja normal wegtrotten, aber von dem Akku halt nicht. Das Problem ist aber halt, der Akku läuft mir hinterher, mit dem ich beiße, dann habe ich ein Problem. Ja, wenn du ihn beißt, hat der auch ein Problem. Ich weiß. Mal gucken, ob ich jetzt irgendwie wegkomme. Das wird, ich hab echt. Wieso? Ich weiß es nicht. Warum sage ich es jetzt mal? Ich habe auch noch gesagt, es wird bestimmt eine schnelle Runde werden mit dem Rex. Was passiert? Siehe da. Ja. Akro Rex. Warum sage ich sowas jedes Mal? Ich verstehe es einfach nicht. Was lockst du dich auch immer da aus, wo du dich ausloggst? Die weiß ich doch nicht. Mal gucken, vielleicht schaffe ich es echt noch runter bis zum Wasser und oh lol. Ah, ich bin tot. Der Rex holt mich leider. Ja. Hab den Akro leider bekommen, aber die Rex tötet mich. Ah, so Mist. Dann nehme ich mir mal kurz einen Rexy wieder. Hab auch natürlich leider echt blöd gespielt. Schade, ich dachte, ich komme noch irgendwie davon und kriege es noch hin. Aber wo bin ich denn jetzt eigentlich? Ich bin jetzt, oh gut, ich bin am Strand unten. Dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich, ich cut das mal kurz. Tschüss. So, da sind wir wieder. Na, Lukas? Hat ein Weilchen gedauert, ging aber schnell. Bin am Strand übrigens. Ja.
Weh, es kommt jetzt irgendwas und ich werde wieder weggefetzt. Doofer Aggro, wirklich. Doofer Rex. Manu ist tot in 3, 2, 1. Nee. Lass mal stecken. Jetzt mich ein. Oh. Hallo, kleiner Rexi. Ja, so fängt man an, ne? Wenn man ein kleines, ne? Wird dann irgendwann so dick und runzlig wie ich, ne? Na. Ist ja nicht süß. Hm. Ist wohl AFK. Und dann geht's weiter. Ah. Weh, jetzt kommt jetzt wieder ein Rex entgegen. Ich kotze das echt im Strahl. Ah, ja. Ich höre einen Dibbel. Nee, Junge, ich höre gar nichts, Alter. Mach mal diesen hier. Gucken, ob jemand R schreibt. Ah, ich höre tatsächlich nur einen Dibbel, Baby-Dibbel. Was ist simpel denn jetzt? Weiß ich nicht, ich frage mal. Warte mal, ich gehe mal aus der Gruppe raus. Warte mal. Mach mal diesen hier, warte mal. Oh. Dann, wenn sie uns einladen, dann, ja, ich hab's auch einmal groß her. Mach mal Matrix 17. Zack. Jo. Ich bin eingeladen worden, die sind alle... Ach du Schande! Wo ja, sind... ich nicht. Wo? Lad mich mal bitte ein. Oh, weh, jetzt kommt jetzt noch was angerannt. Lukas, okay, warte mal, da ist Lukas. Elgato, ach guck mal, Elgato ist auch wieder da. Ja, moin. Schön. Der Elgato. I don't even know where the nest is. Ach du Schande. Lass mal zu dir laufen, das wird lustig werden. Bei dir ist Brunost, bei dir in der Nähe. Da kann man simpel. Und die anderen sitzen alle noch für ein Monster. Das wird jetzt immer eine schöne lange Wanderung werden. Oh Mann, ey. Ich bin noch nach hinter Gulf gespawnt, ne? Ich könnte zu Elgato laufen, aber dann kommt wieder der komische Rex und wird wahrscheinlich mich wegfetzen wieder. Also ich krieg's hin, den Double Byte zu landen oder sonstiges. Hast du endlich erst einen Freund gefunden? Ach, das ist ein Stani sogar. Einen besseren Spawn hätte ich mir auch nicht raussuchen können, oder Lukas? Ja, hättest du nicht wirklich. Toll. We are with Poon Austin Simba and a couple other guys from yesterday. Ist ja nicht gestern mit am Stream mit uns durch die Gegend gelaufen vom Port aus? Ja, ne? Ja, und das letzte Mal habe ich ihn gesehen, als wir uns ausgelockt haben, da war er bei Hidden. Ja, da war er Hidden dann. Und hat dann gesagt, was ist das für ein Geräusch? Bei den Maya, glaube ich, noch erreicht. Echt? Okay. Und danach, keine Ahnung, du bist ja dann gestorben. Ja. Weil du ja im Streamkurs AFK gegangen bist. Es ist wie es ist, ne? Guck mal zu Elgato hoch, mal gucken, ich helfe den vielleicht mal dann. Weil
bis zu euch laufen, da, kannst du knicken. Ist auch ein Juwi, glaube ich, am Strand. Ist das ein Tudu? Ich guck mal hoch, zieh ihn mal gucken. Ich denke mal, dass der andere Rexer auch da ist. Ich hoffe nicht. Oh, das ist was anderes oben. Sag mal, der Trade war ja jetzt nicht so schlimm. Ich meine, der Rex hat auch einen Stream bekommen im Bombbreak. Ich habe den Akro getötet. Es war okay, würde ich sagen. Ich habe zwar Minus gemacht, aber... das ist erstmal egal. Oder was sagst du, Lukas? Der muss halt einfach gucken. Ja, ich hänge den Makro am Arsch, hab mich aber leider falsch gedreht. Und. Dann ist vorbei. Ja, hab ich noch. Sonst wäre. Ich hab mich halt nach rechts gedreht, leider, und. Ja. Ja, der hing mir einfach schon am Arsch. Das ist. Kannst halt nichts mehr machen, wenn der direkt am Arsch hängt und. Kannst den nicht wegschütteln. Und dieses Rumgefuchtel, was einige Leute auf ihren Servern machen, habe ich auch keinen Bock mit dem Rex. Ist meiner Meinung nach irgendwie auch total bekloppt. Jetzt habe ich leider vergessen, was der für Farben hatte, der Rex. Schande. Nee. Komm mal hier durch. So dick bin ich da gar nicht. Ich höre doch schon wieder. Hab ich da gerade Steps gehört? Schade, dass man hier, dass du halt die Geräuschkulisse, die dich von der Frima hast, wenn du quasi im Dschungel rumrennst und hörst dieses Knacken, dann weißt du immer, dass da was ist. Was ist denn da? Da ist sogar was, ist da? Was ist denn das? Ist ein Dillo. Hat er mich gerade gesehen? Hier was drin im Busch? Ach, das ist ein Taco. Oh mein Gott, ich dachte, das wäre ein Spieler. Oh, Alter. Oh fuck, was kommt da oben? Oh nee! Zwei Rexe, ich gehe. Oh Mann, ey, was ist denn heute los? Ach so, noch ein Giga. Ganz schnell weg hier. Ganz schnell weg. Ich nehme mal meine Pfoten in die Hand und renne. Absolut gar keinen Bock. Ach, der hat die Dillos gerade, glaube ich, angecallt. Oh nee. Ja. Wie lange brauchst du eigentlich normal für einen Rex? 6,5 Stunden, ne? Ja. 6,5 Stunden Synchron. Ich bin gespannt, wie das bei Grünweiß ist, ob das dann mehr ist oder weniger. Vor allem mit der Diet dann.
Ach. Ich hasse es. Ein Werfer gestuckt. Na gut, dann nehme ich die Reise auf und laufe mal Richtung Lukas. Lukas, wir sehen uns in einer halben Stunde, ne? Es kommen halt alle zu uns, deswegen. Ach, die laufen alle zu euch jetzt? Ja. Ja, okay, dann würde ich sagen, bis gleich, Leute.